Sprech sechs Sprachen, also halt mal die Fresse. Was, der spricht sechs Sprachen? So ein Teufelskerl. Boah, ich fahr hier in die Bäume. Mit der Heating, ich nicht sehe. Frag ihn mal, ob er Walisch spricht. War, was? Walisch. Walisch. Ja. Schaut mal, Walisch mit. Das fährt wie so ein Mongo. IQ hoch 10, Walisch. Hier ist ein Quad, mal gucken. Ah, 3 Meter Rollrasen, ja. Ehrlich gesagt ist Buschmönch schon immer noch eine logischere Religion als die, die Gaudi hat. Aber naja, ich sag's euch nicht. Gerade über dich auf, oder was? Jetzt sind's. Ich würde mich umlegen, wenn. Ich würde mich umlegen, wenn. Ey, ich starte jetzt nochmal mein Opa wäre. Ich würde mich töten. Ich würde mich töten. Gott sei Dank habe ich einen Opa, den ich mehr leiden kann als jeden anderen Mensch auf der Welt, weil mein Opa der beste Mensch auf der Welt war und ihr seid alle viel besser. Was? Ihr haltet euch alle viel besser, ne? Wie schreibt man nochmal? Oh, scheiße. Oh Mann, das ist der Gaudi. Was labert der gerade? Der Gaudi rausgeflogen. Gaudi hat richtig Holz. Simon, du meintest halt ja, dass man die Auflösung da hochstellen kann. Auf was so, für ich hab Wagen. Wo ist denn die normal? Ich hab ein Fahrrad. Ich hab einen Wagen. Das ist zwar auch ziemlich am Arsch. Simon. Aber ich komm bald. Ich bin wieder in Starry. Wo ist denn die normale Auflösung von. Immer noch einfach mit dem zu fahren, obwohl Hülle und Räder rot sind. Und sonst ja, viel Spaß an ein explodiertes Fahrrad noch. Ja, das kann ich mir sogar vorstellen. Reifen platzt oder so. So, also Juni, ich hab ja. Auto. Wie weit bist du zur Hölle? Mach dich mal noch über meinen Opa lustig. Mach dich mal noch über ihn lustig. Ja, mach. Frag mal wenn ich irgendjemanden Opa gegen. Wenn ich irgendjemanden dafür opfern könnte, damit mein Opa wieder lebt, ich würde euch alle die Kehle durchschlüpfen. Ich würde euch alle töten. Ich würde euch alle töten. Nur damit mein Opa wieder lebt. Das fragt ihr? Wie geil. Ja und wenn mein Opa auf dem Mond war, dann ist er ein 10.000 Mal erfolgreicherer was Mensch als Simon jetzt? Durch die Vorgartenzäune mit dem halt Kaputt. So ist auch mit dem Fahrrad in Daisy zu fahren. Ja, fahr mal mit dem Fahrrad, das ist so rund, das ist wirklich, ja, du hast schwerer selbst als umgefahren, also selbst schuld. Ja, ich weiß. Aber es ist trotzdem noch ein gutes, ein schönes Wort gewesen, ich bitte. Mein Opa war Soldat. Ja, ich wusste es. Ja, DDR sind alles Nazis. Sind alles Nazis. DDR. DDR besteht einfach aus. Alle sind alles Nazis. Reichswehr. Deine Mutter gehörte zur Reichswehr. Sie war so fett, sie konnte als Panzer dienen. Also das war total unnormal. Es hat sich niemand mehr eingekriegt. Wenn sie deine Mutter alle gesehen haben, Alter, die mussten einfach nur alle feiern. Weil die wie so ein Panzer einfach rumgerollt ist, Alter. Geil. Oh, jetzt habe ich auch noch einen Kommentar zu meiner Mutter gekriegt. Liebe. Ihr seid alle dumm und habt keine Ahnung von Geschichte. Ihr habt null Plan von überhaupt irgendwas, was passiert ist damals. Ihr habt null Plan. Ihr habt 0% überhaupt irgendeine Ahnung, wer Stalin ist. Noch habt ihr irgendeine Ahnung davon, was damals in der DDR passiert ist. Und du hast auch keine Ahnung davon, überhaupt 0% Nazi ist. Keine Ahnung, du hast von nichts Ahnung, von nichts. Nichts. Boah, Junge. Hässlicher Geschichtslegastheniker. Geschichtslegastheniker, das ist. Vielleicht passt du mal im Unterricht auf, du hässliche Fotze. Au, au. Das brennt. Was ist das denn? Ein Zombie? Ich hab das Gefühl, ein Fahrrad ist für die Zombies genauso laut wie ein Auto. Ha ha ha!
Waffen. Auch nur Scheiße. Oh, das wird ja auch. Das wird ja. Oh, das. Alter, ich hab's. Ich bin der coolste. Es passiert nichts. Ich klick right on back und es passiert nichts. Keine Sorge, du kannst gleich bei mir hinten drauf steigen. Verdammt. Es passiert echt nichts. Oh, der ist sogar noch auf dem Server. Ja, bitte mal weiter. Weiter mal. Ich schau mal hier so ein bisschen. Wie weit bist du von Clan entfernt? Alter. Schon ein Spack. Ich bin noch 5000 Kilometer. Alter, ernst? Ja, ich bin hier auf dem Internet wegen und das Teil fährt ultra lang. Wie lange brauchst du denn? Ja, vielleicht kommt der mal an einem Auto vorbei, das ich hab stehen lassen, und am Fahrrad.